Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ihrem BLK Regional TV und das Ganze am Freitagabend. Heute schauen wir ins Stadtarchiv von Zeitz, nehmen Sie mit auf eine Fahrt mit der Eisenbahn und außerdem gibt es wieder aktuelle Nachrichten aus unserem Landkreis, Veranstaltungstipps und natürlich wie gewohnt der Blick aufs Wochenendwetter. Doch nun geht es erst einmal nach Zeitz, genauer gesagt ins Stadtarchiv der Elsterstadt. Mein Kollege Michael Turm hat sich dort einmal mit der Kamera umgeschaut. Am 21. November ging es im Zeitzer Stadtarchiv um Weltfrieden. Aber nicht der politische, der zurzeit mal wieder fehlt, sondern das Haus Weltfrieden, was seit gut 20 Jahren verfällt. Wenn schon nicht das Gebäude, so wollte man die Erinnerungen daran festhalten. Dazu beizutragen, wurde vor 1,5 Jahren aufgerufen. Also in der Vorbereitung waren wir überwältigt davon, wie die Zeitzer uns unterstützt haben. Wir sagen deshalb nicht mehr, es ist nur das Projekt des Arbeitskreises Weltfrieden, sondern das ist unser aller Projekt. Also haben sich sehr viele Zeitzer eingebracht, etwa so 150 richtig aktiv mit Übergaben von Sachzeugnissen, von Dokumenten, von Erlebnisberichten. Aber auch so die Resonanz ringsherum, also wenn man in so einer kleinen Stadt wie Zeitz am Nachmittag die Bürger trifft, die haben uns angesprochen, haben sich gefreut darüber, dass wir dieses Thema aufgreifen und waren begeistert davon, dass wir diesen Tag heute, den Tag der offenen Tür, dem Thema widmen. So war der Präsentationsraum viel zu klein für alle, die bei der Eröffnung der Ausstellung dabei sein wollten. Ging es doch nicht nur um das Gemäuer, sondern die Erlebnisse der Zeitzer und Hausgäste sollte die Basis sein. Wir haben uns über alles gefreut, was uns übergeben wurde. Unheimlich viele Fotos, die belegen, wie viel Leben einst im Kulturhaus Weltfrieden war. Aber auch Bierkrüge sind uns übergeben worden. Oder ein Tagebuch, eine Chronik des Jugendclubs Weltfrieden. Das Gästebuch des Kulturhauses Weltfrieden haben wir übernommen. Servietten, kleine Streichholzschachteln, die so erinnern an den Gaststättenbetrieb. Also sehr, sehr vielseitig, sehr aussagekräftige Dokumente und wirklich vielseitig. Ich hatte die Initiative, dass man dieses Haus, was eine so lange Geschichte von 115 Jahren hat, die aus zwei Hälften besteht, einer Unternehmerresidenzhälfte und einer fast noch ein bisschen längeren Hälfte als Haus der Werktätigen, Haus des Volkes. Und dann noch eine Periode als mehr oder weniger Lost Place. Dass jetzt in dieser Phase, wo sie eher doch ein bisschen eine Ruine ist, dass man nicht all das Gute vergessen soll, was in diesem Haus passiert ist. Und eben gerade in der DDR-Zeit sind da so viele Dinge passiert. Es ist ja ein großes Spektrum an Aktivitäten entfaltet worden, wie man hier in dieser Ausstellung sieht. Und da dies aber eben nur die halbe Geschichte ist, haben wir vorweggeschaltet in der Ausstellung auch ein paar dieser Tafeln im ersten Raum, in denen über das Haus als Unternehmerresidenz gesprochen wird. Mit dem Haus sind viele persönliche Schicksale verbunden, aber wohl noch viel mehr glückliche Erlebnisse. Ich bin 1948, ich nenne das so, vertrieben worden von hier. Als Sohn eines Kapitalisten durfte ich nicht aufs Gymnasium. Und da haben meine Eltern gesagt, das hatten wir uns eigentlich ein bisschen anders vorgestellt und haben mich hier rausgeschmuggelt. Und ich bin dann als Nachkriegskind zusammen mit meiner Schwester, die als Letzte in diesem Haus geboren wurde, wir sind dann nach West-Berlin gebracht worden und sind dort während der Berliner Blockade mit einem dieser Rosinenbomber, die die Fettkohle nach West-Berlin brachten, damit die West-Berliner über den kalten Winter kommen, sind wir ausgeflogen worden. Ich stieg ein mit einem hellen, ich hatte nur den einen, mit einem hellen Anzug, stieg aus mit einem schwarzen. Unvergesslich. Und dann mit dem Roten Kreuz nach Schweden. Meine Schwester kam zu der einen Familie in Südschweden, ich kam zu einer anderen Familie in Nordschweden. Wir haben anderthalb Jahre die Eltern nicht gesehen, anderthalb Jahre uns auch nicht gesehen.
Und es waren trotzdem tolle Zeiten, wenn man aus einem Nachkriegsland kommt, in ein Land, das 150 Jahre lang keinen Krieg gesehen hatte. Dass auch sein Vater Walter Neder Zeitz verlassen werden wird, zeichnete sich auf diesem Bild ab. Unter dem Balkon sangen Jugendliche für Frieden und Sozialismus. Wie ist es als Nachfahre, ehemaligen Bewohner und Besitzer, dieses Haus heute so zu sehen? Ich finde, der Mensch muss in der Lage sein, Abschied zu nehmen von etwas. Was nützt es denn, zu jammern? Wird es dadurch besser? Nein. Es wurde uns nach der Wiedervereinigung rückübereignet und wir haben wirklich schöne Pläne gehabt, was man hätte machen können, aber die Stadt hätte kooperieren müssen und das hat sie nicht. Und dann haben wir es verkauft, weil nämlich ein ganz wüster Vandalismus einsetzte, mit dem wir nicht fertig wurden. 2016 wird es eine Dokumentation zum Haus geben. Um die Zukunft der Villa steht es allerdings nicht gut. Der Denkmalschutz sagt, das Haus ist zu schön und hat zu viel geschichtliche Bedeutung für die Stadt, als dass man es aufgeben kann. Tja, richtig. Aber kommt denn der Prinz von alleine oder so? Und der jetzige Besitzer dieses Hauses hat kein Interesse daran. Er hat auch an diesen Aktivitäten, er hat das gar nicht zur Kenntnis genommen. Ich habe ihn immer auf dem Laufenden gehalten. Nein, der möchte es natürlich platt machen letztlich, wenn es nach ihm ginge. Tja. Ein Virus legt Ihren Computer lahm, Ihr Laptop zeigt nur noch Fehlermeldungen, Sie sind am Verzweifeln und kommen nicht mehr weiter? Kein Problem für uns, wir helfen Ihnen. Schnell, unkompliziert, vor Ort. Computernotdienst Burgenlandkreis. www.computernotdienst-blk.de 03 445 251 9577 Willkommen daheim. Unser Slogan ist unser Versprechen. Wir sind ein Prasselstein in Ihrem Leben und haben das facettenreichste Wohnungs- und Gewerberaumangebot in der Elsterstadt. WBG Zeitz, Ihr kommunaler Partner rund ums Wohnen. Reko Möbel, wir bringen Farbe in Ihr Leben. Was macht eine Stadt aus? Straßen, Gebäude, Plätze? Nein, es sind die Menschen, die eine Stadt ausmachen. Das Leben, das Miteinander, die Vereine. Wir, die Wohnungsverwaltung Weißenfels, unterstützen Vereine, Einrichtungen, aber vor allem die Menschen in unserer Stadt. WVW. Mehr als Wohnen. So, kommen wir jetzt erst einmal zu weiteren Nachrichten aus unserem Burgenlandkreis. Und das Ganze wie immer kurz und kompakt. Vor gut einem Jahr fand in der Erlebniskirche in Wehlitz eine Bürgerversammlung über die geplante Biogasanlage in Webau statt. Am 2. Dezember fanden sich wieder eine große Anzahl an Gegnern dieses Projektes ein. Es geht heute eigentlich darum, dass wir die Bürger nochmal darauf hinweisen, dass die Lage noch nicht entspannt ist, dass es eventuell eine Genehmigung geben könnte, was wir aber immer noch nicht annehmen und dass wir die Leute nochmal motivieren möchten, zu spenden, um dann ein Klageverfahren durchführen zu können. Dafür sieht es schon ganz gut aus. Wir haben, falls das soweit kommen sollte, sehr gute Chancen, die Klage zu gewinnen. Aber wir hoffen immer noch, dass das Landesverwaltungsamt sich gegen eine Genehmigung entscheidet.
Die Unterlagen sind immer noch bei der Prüfung. Das geht jetzt schon über ein Jahr. Das sind so umfangreich die Unterlagen, dass halt die Entscheidung noch so lange aussteht. Die bisherigen Spenden von insgesamt 5.000 Euro wurden zum Teil für ein Gutachten investiert. Für Unmut sorgte eine Veröffentlichung, wonach das Landesverwaltungsamt keine Notwendigkeit einer umfassenderen Prüfung auf Umweltverträglichkeit sähe. Oliver Wendenkampf vom BUND-Landesverband kennt solche Aussagen von anderen Planungen, die durch Gerichtsbeschlüsse widerlegt wurden. Das Hauptproblem ist eigentlich die Gärreste, die dann auf die Felder verbracht werden sollen, weil die stark keimbelastet sein können und auch Antibiotika enthalten können, was dann im Prinzip auch das Grundwasser und so weiter oder auch für die Gesundheit der Bürger sehr gefährlich werden könnte. Außerdem haben wir dann eine hohe Explosionsgefahr, weil die Schwefelwasserstoff und Methangas entsteht und die nächsten Wohnhäuser 150 bis 200 Meter entfernt sind von der Anlage. Von Geruch und Lärmbelästigung mal abgesehen. Das Genehmigungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen. Erst wenn eine Genehmigung erteilt würde, könnten Gegner der Anlage gerichtliche Schritte einlegen. Käthe Kruse legte mit ihren Puppen für über 100 Jahren den Grundstein für die Spielzeugproduktion in Bad Kösen. Seit Ende der 50er Jahre sind Plüschtiere der Hauptschwerpunkt der Kösener Produktion. In diesem Jahr wurde der Grundstein für das mitteldeutsche Teddybären- und Plüschtierfestival gelegt. Das erste fand am 28. und 29. November statt. 14 Aussteller aus dem In- und Ausland präsentierten eine Vielzahl rund um Bären und Plüschtiere. Das Publikum war ebenso international. Selbst aus Großbritannien und den USA waren Fans angereist. Angeboten wurde aber nicht nur der Besuch des Festivals. Es konnten Rundum-Arrangements inklusive Übernachtung und Besuch des Naumburger Weihnachtsmarktes und Doms gebucht werden. In einer der nächsten Sendungen kommen wir auf die Bären und deren Freunde zurück. Willkommenskultur ist derzeit in aller Munde. In Weißenfels heißt man aber auch Neugeborene offiziell willkommen. Am 1. Dezember war es wieder soweit, natürlich mit einem kleinen Rahmenprogramm. Wir haben heute die 7. Veranstaltung zum Neugeborenentaler. In 2013 sind wir an die Stadt herangetreten und haben gesagt, ob das Interesse besteht, gemeinsam eine Veranstaltung zu machen. Und da war bei Herrn Risch gleich die Tür offen. Die Idee ist entstanden aus einer Aktion von unseren Mitarbeitern. Wir haben sehr viele Frauen, junge Frauen bei uns im Hause, die auch Babys bekommen haben. Und da haben sie gesagt, was wollen wir mal machen, um neue Weißenfelser hier in der Stadt begrüßen zu können. Und da ist dann die Idee zu diesem Geburtstaler entstanden und wir als Vorstand haben gesagt, das ist eine super Idee. Oberbürgermeister Robby Risch begrüßte die Neugeborenen und deren Eltern. Der Taler zeigt das Weißenfelser Schloss auf der einen und ein Kindergesicht auf der anderen Seite. Er wird zusammen mit Informationen über Weißenfels und Gutscheinen für die eine oder andere Einrichtung übergeben. Und heute bekommen insgesamt 37 Kinder diesen Taler und bisher haben schon 116 Kinder aus Weißenfels, die hier geboren sind und auch hier mit ihren Eltern wohnen, diesen Taler erhalten. Einen Taler zu bekommen ist dabei relativ einfach. Hier in Weißenfels geboren und hier in Weißenfels mit den Eltern lebend. Das ist so die Grundvoraussetzung, weil wir sagen, unsere Kinder wird es irgendwann mal in alle möglichen Länder verschlagen und da sollte es doch an die Heimat erinnern. Deswegen arbeiten wir auch mit der Stadt zusammen. Beim Standesamt werden ja die Kinder registriert und die werden dann von der Stadt angeschrieben. Und die Eltern, die daran interessiert sind, die machen dann die Rückmeldung und kommen dann zu dieser Veranstaltung. Zeigen, was an Ausbildung, Fortbildung und Weiterbildung in Sachen Pflege im Asklepios-Krankenhaus Weißenfels getan wird und möglich ist, das wollte man am 1. Dezember mit einem Tag der offenen Tür. Für uns am Bildungszentrum ist das eine Premiere, das heißt, wir führen hier das zum ersten Mal diesen Tag der offenen Tür durch. In diesen Räumlichkeiten mitten in der Klinik befinden wir uns seit einem Jahr und haben das zum Anlass genommen, das auch dann auch mal zu zeigen, weil wir so hervorragende Bedingungen haben für die Ausbildung, dass wir denken, das muss man zeigen. Eingeladen sind, wie gesagt, Kooperationspartner, Schulen und die eigenen Mitarbeiter der Klinik und wir lassen uns überraschen über die Resonanz. Und wir zeigen Ihnen in einer der nächsten Sendungen,
Mehr von diesem Tag. Ja, wissen Sie noch nicht, was Sie am Nikolaustag machen wollen? Dann fahren Sie doch einfach mal ins Einkaufszentrum Schöne Aussicht nach Leisling, denn da tritt um 15 Uhr Luna auf. Außerdem haben die Geschäfte in der Zeit von 13 bis 18 Uhr für Sie geöffnet. Eine Gelegenheit, vielleicht die ersten Weihnachtsgeschenke zu besorgen. Weitere Termine jetzt hier in unseren Veranstaltungstipps. Am Samstag, den 5. Dezember ab 11 Uhr, lädt man Sie zu einer Glühweinwanderung entlang der Saale ganz herzlich ein. Von der Henne bis zur Schönburg erwartet Sie an 6 Stationen ein lukullischer Genuss. So präsentieren Ihnen die Naumburger Wein- und Sektmanufaktur Winzerglühwein, Speckkuchen und andere Leckereien. Ab 14 Uhr können Sie an einer Führung mit 3 Weinen und um 15.30 Uhr an einer Führung mit 2 Weinen und 2 Sekten teilnehmen. Neben den lukullischen Genüssen haben Sie beim alten Felsenkeller die Möglichkeit, Papier zu schöpfen und Kerzen zu gießen. In der Burgschenke in Schönburg erwartet Sie eine Glühweinbar am Lagerfeuer und Burgführungen mit Turmbesteigung. Die PVG Burgenlandkreis bietet von 11 Uhr bis 17.30 Uhr stündlich einen Bustransfer an. Los geht's um 11 Uhr. Traditionell tanzen die Sunflowers aus Hohenmölzen jedes Jahr in ihrer Weihnachtsshow in die Vorweihnachtszeit. In diesem Jahr tun sie dies bereits zum 10. Mal. Lassen Sie sich also von Musik und Tanz verzaubern. Am Samstag, den 5. Dezember im Hohenmölzner Bürgerhaus. Los geht's um 17.30 Uhr. Vielleicht möchten Sie einmal an einer wildromantischen Wanderung bei Fackelschein durch das Klostergelände von Kloster Pforta teilnehmen. Dann haben Sie am Samstag, den 5. Dezember, die Gelegenheit dazu. Beginn ist um 16 Uhr ab Vinothek im Torhaus von Kloster Pforta. Eine Anmeldung ist aus organisatorischen Gründen erforderlich. Mehr erfahren Sie unter www.kloster-pforta.de. Mit dem Titel Bailando gelang Luna der große Durchbruch. 8 Wochen Nummer 1 in Deutschland, Nummer 1 in der Schweiz, Nummer 3 in Österreich bedeuteten 8 Gold, 3 Platin und Doppelplatin-Auszeichnungen. Als Krönung wurde das Duo in Deutschland für Bailando mit dem Echo in der Kategorie Beste Dance-Single ausgezeichnet. Im letzten Jahr feierte Luna ihr 15-jähriges Bühnenjubiläum. Dazu hatte sie natürlich auch einen neuen Sommerhit am Start. Eine typische Luna-Nummer, gute Laune, richtig knackige Dancebeats und eben Maries unverwechselbare und wunderschöne Latino-Stimme. Frech, charmant, sexy. Am Sonntag, den 6. Dezember um 15 Uhr, können Sie sich im Einkaufszentrum Schöne Aussicht in Leisling von dem Können der Künstlerin selbst überzeugen. Alle Geschäfte haben zudem in der Zeit von 13 bis 18 Uhr für Sie geöffnet. Und alle Kinder aufgepasst, auch der Nikolaus ist im Haus unterwegs. Advent, Advent. So lautet das Motto am Samstag, den 5. Dezember im Theater Zeitz. Wenn auch Ihre weihnachtliche Gutmütigkeit ausgenutzt wird, wenn der Konsumterror Sie im festen Griff hat, wenn Ihre Wünsche unerfüllt bleiben, Sie mit unlieb gewordenen Traditionen brechen wollen, wenn Weihnachten einfach alles durcheinander bringt und Sie trotzdem jedes Jahr wieder mitmachen, weil es so schön ist, dann sind Sie hier genau richtig. Anke Geißler liest, spielt und singt satirische Geschichten, Gedichte und Lieder zur Weihnachtszeit. Zur Aufführung gelangen unter anderem Texte von Lene Vogt, Erich Kästner und Loriot. Eggy Meister am Klavier und Frank-Hendrik Moll begleiten die Kabarettistin musikalisch. Gemeinsam bringen die Künstler bekannte Weihnachtslieder in unbekannter Weise zu Gehör. Beginn ist um 19.30 Uhr. Wissen Sie eigentlich, was nachts auf dem Küchenregal geschieht, während Sie schlafen? Haben Sie sich nie darüber gewundert, dass dies oder jenes in der Früh nicht da ist, wo Sie es am Abend davor platziert haben?
Die Antwort ist ganz einfach. Herr Salz und die Pfeffermühle zusammen unter anderem mit Frau Teebeutel erwachen zum Leben und veranstalten die ein oder andere Party. Plötzlich wird Herr von Kuckuck aus der Uhr heiser und jetzt droht ihm ein Ende im Mülleimer. Der frisch gebackene Lebkuchenmann will wagemutig seinen Freundeskreis retten. Doch auf einmal erscheint die Mafiamaus Flitsch und will an dem Lebkuchenmann knabbern. Ob alles gut geht, das erfahren Sie und Ihre Familie am Sonntag, den 6. Dezember im Hunmölzner Bürgerhaus. Das spaßige Abenteuer für Kinder beginnt um 15 Uhr. Am Sonntag, den 6. Dezember, haben Sie die Möglichkeit, an einer öffentlichen Führung in der Freiburger Rotkäppchen Sektkellerei teilzunehmen. Die Sekttour führt Sie durch die historischen Kelleranlagen und erläutert Ihnen die verschiedenen Stufen der Sektherstellung. Am Ende der Führung genießen Sie ein Glas prickelnden Rotkäppchensekt. Beginn ist um 11 Uhr. Interfunk Mende, Ihr Fachhändler für Kabel-TV, Multimedia und Veranstaltungstechnik in Ihrer Nähe. Wir stellen Ihnen TV- und Radiosender in bester Bild- und Tonqualität preisgünstig zur Verfügung. In unseren Geschäftsräumen führen wir erstklassige TV-Geräte der Marken Metz, Grundig und Panasonic. Unsere qualifizierten Mitarbeiter stehen Ihnen gern zur Verfügung und beraten Sie umfassend und kompetent. Schauen Sie doch einfach vorbei in Bad Kösen, Borlachstraße 35. Auch im Alter schöner wohnen in einem angenehmen Umfeld. Wohnbau Theissen bietet Wohnen mit Ansprache und Geselligkeit in der neuen Begegnungsstätte Pekinger Straße in Zeitz. Übernachtungsmöglichkeiten gesucht? Die neuen Gästewohnungen sind geschmackvoll eingerichtet, auch für Behinderte entsprechend ausgebaut. Wohnbau Theissen, Weißenfelser Straße 6 in Theissen. Der Verein Eduard Tretrop in Zeitz lud am letzten Wochenende zu ihrer Modelleisenbahnausstellung in die Volkshochschule ein. Zahlreiche Fans, die ließen sich natürlich die traditionelle Ausstellung nicht entgehen. Und auch meine beiden Kollegen, Steffen Barfuß und Michael Turm, haben sich da auf den Weg gemacht. Alle Jahre wieder zur Weihnachtszeit stellen die Modellbahnvereine in Deutschland ihre Anlagen den Besuchern vor. Da wird gezeigt, was an so manchem langen Abend in den Vereinsräumen entstanden ist. So auch in Zeitz, wo in der Volkshochschule der Zeitzer Modellbahnverein seinen Sitz hat. Am letzten Wochenende war es wieder soweit. Stolz präsentierten die Vereinsmitglieder die Anlagen in verschiedenen Nenngrößen. Obwohl heute auch auf der Modellbahn die digitale Technik Einzug gehalten hat, sind die kleinen Bahnen unter dem Weihnachtsbaum kaum noch anzutreffen. Das mag auch daran liegen, dass es inzwischen doch zu einem sehr kostspieligen Hobby geworden ist. Und doch hat für viele die kleine Bahn eine magische Anziehungskraft. Ja, es wird wieder. Also viele Firmen haben auch gemerkt, das ist ein sehr teures Hobby, ja, und haben dann gewisse Startpackungen aufgelegt, die relativ günstig zu erwerben sind. Und in dem Moment wird auch, denke ich mal, der Nachwuchs immer uns erhalten bleiben, weil Modellbahn zieht halt groß und klein. Und wenn der Vati sich eine neue Modelleisenbahn holt und dann der Junior damit spielt. Seit 1968 gibt es den Verein in Zeitz, gegründet vom Vater des jetzigen Vereinschefs Michael Ganzenberg. 12 Mitglieder sind es zurzeit, die an den 8 Anlagen des Vereins bauen, sie pflegen und natürlich auch den Fahrbetrieb gestalten. Wir haben zwei große H0-Anlagen, mehrere kleinere N-Anlagen, die auch für Außerhausausstellungen geeignet sind, und zwei TT-Anlagen. Mehrmals mussten sie schon innerhalb der Stadt umziehen. Inzwischen haben sie ihr Quartier in der Volkshochschule gefunden und dort treffen sie sich regelmäßig.
Also wir sind jeden Mittwoch hier in diesen Räumen, das sind unsere Vereinsräume, sind jeden Mittwoch so ab 14 Uhr da bis 18 Uhr. Dann trifft sich der Modellbahnclub Zeitz hier in den Räumen und bastelt und arbeitet an den Anlagen. Und Besucher sind da auch herzlich willkommen und vielleicht werden es auch mal neue zukünftige Mitglieder bei uns im Verein. Mit ihren Anlagen sind sie auch oft unterwegs zu anderen Ausstellungen, um sie dort dem Publikum und den Mitgliedern der befreundeten Vereine zu präsentieren. Einmal im Jahr veranstalten sie dann ihre eigene Ausstellung. Aber wir selbst immer ersten oder zweiten Advent, jedes Jahr hier in diesen Räumlichkeiten. Seit nunmehr 10 Jahren hier in diesen Räumlichkeiten. Und insgesamt ist es wohl, glaube ich, schon die 45. Ausstellung, die vom Modellbahnclub Zeitz durchgeführt wird, in der Stadt Zeitz. Für Anfänger, die sich mit diesem Hobby mal beschäftigen wollen, hält der Handel auch günstige Startpackungen bereit. Diese enthalten alles, um die kleinen Bahnen eine Runde unter dem Tannenbaum drehen zu lassen. Wer einmal vom Fieber der Modellbahn gepackt wurde, steht vor der Wahl der verschiedenen angebotenen Nenngrößen. Je größer, desto detailgetreuer sind die Modelle. Doch dann braucht man schnell ein weiteres Zimmer, denn Platz hat ein Modellbahner selten genug. Auf jeden Fall der Platz, der ist entscheidend. Ne? Ich sag mal, wenn man mit H0 anfängt, dann möchte man schon so zwischen 2 Meter Länge mal 1,50 Meter Breite, möchte man schon rechnen. Und alles andere halt vom Maßstab her dann kleiner. Wenn man weniger Platz hat und ganz wenig Platz hat, dann halt der Maßstab N. Wobei wir dann allerdings auch nur noch bei einer Lok von der Größe ungefähr sind. Das ist dann so für kleine Kinderhände nicht ganz so geeignet. Ein Besuch beim Verein kann sicher mehr Licht ins Dunkel bringen und die Mitglieder geben auch gern Hinweise vor dem Kauf. Und wer nicht genug Platz zu Hause hat, der kann seine Leidenschaft auch im Verein ausleben und dort aktiv mitbauen. Platz genug ist jedenfalls vorhanden. Ja, und treue Zuschauer wissen es, am Ende unserer Sendung, da schauen wir wieder aufs Wetter. Ja, schauen wir mal, wie es wird am Wochenende. Hier unsere Wettervorschau. Am Samstag zeigt sich neben einigen Wolken häufig die Sonne. Niederschlag fällt aber nicht. Die Temperatur steigt auf Höchstwerte von 8 bis 10 Grad. Der Wind weht mäßig aus südwestlicher Richtung. In der Nacht zum Sonntag ist der Himmel vielfach stark bewölkt bis bedeckt und von Nordwesten zieht ausgangs der Nacht etwas Regen auf. Der Wind weht mäßig bis frisch aus Südwest mit teils starken bis stürmischen Böen. Die Tiefstwerte liegen zwischen 9 und 6 Grad. Am Sonntag ist es verbreitet stark bewölkt und tagsüber kann es zeitweise leichten Regen oder Sprühregen geben. Dabei weht schwacher bis mäßiger Wind aus Südwest. Es können aber auch gebietsweise Windböen mit bis zu 60 km pro Stunde auftreten. Die Temperatur erreichen Höchstwerte zwischen 10 und 13 Grad. In der Nacht zum Montag ist es weiterhin stark bewölkt bis bedeckt und es kann auch noch Regen oder Sprühregen fallen. Der Wind um West weht schwach bis mäßig. Die Temperatur fällt auf 12 bis 8 Grad. Die neue Woche beginnt recht freundlich und vor allem trocken. Das Thermometer klettert weiterhin bis auf Höchstwerte von 13 Grad. Also von Winter noch keine Spur. Damit, liebe Zuschauer, sind wir schon wieder am Ende unserer Sendung angelangt. Wir sehen uns, wenn Sie möchten, wieder am Dienstagabend zur nächsten aktuellen Sendung hier bei Ihrem BLK Regional TV. Ich wünsche Ihnen jetzt erst einmal einen schönen zweiten Advent. Ja, und weitere Nachrichten, die finden Sie wie gewohnt auf unserer Webseite unter www.blkregional.tv oder Sie besuchen uns bei Facebook. Wie gesagt, ein schönes Adventswochenende, das wünsche ich Ihnen. Wir sehen uns wieder am Dienstag. Tschüss! Thank you.